Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Gedacht, es ist ja noch sehr in der Schwebe, auf welchem Platz der erste FC Köln am Ende des Tages landen wird. Und jeder Platz kann ja vielleicht einen Unterschied bedeuten, in welchem Wettbewerb man spielt, wie viel Geld man einnimmt und was das überhaupt für Implikationen hat. Das ist aber ja schon, sagen wir mal, mittlere Raketenwissenschaft zu verstehen, wer wann, wie, wo, in welchem Wettbewerb spielt, wie der DFB-Pokal damit zusammenhängt, ob Frankfurt in der Europa League damit irgendwas zu tun hat. Und da haben wir uns gedacht, weil das so kompliziert ist, müssen wir den wahrscheinlich einzigen Menschen ganz Deutschlands, zumindest aber ganz Twitters einladen, der das versteht. Deswegen ist heute bei uns der Khaled Narar, Journalist bei der Sportschau für den Deutschlandfunk und beschäftigt sich mit den Verwerfungen der UEFA und anderen Spielänzchen. Moin, Khaled, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo, grüße dich. Und du hast uns gesagt, dass du mit uns ein bisschen darüber reden kannst, was denn Platz 7 der Unterschied ausmacht zu Platz 6, zu Platz 5 oder gar zu Platz 4. Vielleicht wollen wir damit einfach mal loslegen. Platz 7 ist nach meinem Verständnis die Qualifikation für die Conference League. Ist das richtig? Also die wichtigste Nachricht vorab ist eigentlich, dass der FC kaum noch aus einem europäischen Wettbewerb zu verdrängen sein wird. Platz 7 wird reichen. Der FC müsste gegen Wolfsburg und Stuttgart verlieren und Hoffenheim müsste Leverkusen und Gladbach schlagen, dass der FC noch Achter wird. Das ist also schon mal sehr unwahrscheinlich. Ein Punkt reicht also. Warum reicht jetzt Platz 7? Das liegt daran, dass Freiburg und Leipzig im Pokalfinale spielen. Im Pokalfinale wird ein Europa-League-Teilnehmer ausgespielt. Und wenn der Club aber schon qualifiziert ist für die Champions League oder die Europa League in der Bundesliga, dann geht dieser Platz aus dem Pokalfinale an die Bundesliga. Und dann verschiebt sich der Europa-League-Platz von 5 auf 6, also ein zweiter Europa-League-Platz. Und der 7. Platz statt des 6. Platzes wird zum Conference-League-Platz. Damit ist also Platz 7 so gut wie sicher, denn wenn der FC einen von beiden, Freiburg oder Leipzig, hinter sich lässt, dann ist es eh Platz 6. Und wenn beide vor dem FC landen, rücken die Plätze nach unten. Also, Zwischenfazit, der europäische Wettbewerb ist so gut wie sicher. Die Frage ist nur, welcher? Okay, und jetzt nehmen wir mal an, am Ende des Tages wird es Platz 7 werden, was wir natürlich nicht hoffen. Dann müssten wir erstmal eine Qualifikation spielen, um in die Conference League reinzukommen. Ist das richtig oder ist sie schon safe dann? Genau, wenn wir jetzt von unten nach oben gucken oder machen wir es andersrum, beginnen wir oben. Platz 1 bis 4 spielen in der Champions League Gruppenphase. Platz 5 und der Pokalsieger spielen in der Europa League Gruppenphase oder, wie eben erklärt, der Platz, der aus dem Pokal in die Bundesliga zurückgeht. Es sind also zwei Plätze in der Europa League Gruppenphase möglich. Und Platz 7, worauf es ja hinausläuft, wäre dann eine Playoff-Runde in der Conference League, für die der FC qualifiziert wäre. Das hat ja Union Berlin dieses Jahr so gehabt. Die haben, glaube ich, in Finnland gespielt. Mhm, genau. Das ist der Weg, der möglich ist. Wichtige Botschaft dabei ist, Platz 8 reicht auf keinen Fall. Der DFB-Pokal ist der einzige Weg, wie sich an irgendwelchen Plätzen irgendwas verändern kann. Also in dem Zusammenhang ist es egal, was Frankfurt und Leipzig in der Europa League machen. Jetzt aber mal ganz kurz weg vom FC. Wenn Frankfurt die Europa League gewinnt, spielen die dann quasi einen 5. Champions League-Platz von uns, von Deutschland? Oder wie läuft das denn? Genau. Frankfurt könnte den 5. Platz in der Champions League erspielen. Leipzig könnte das auch, wenn sie nicht unter die ersten 4 kommen. Dann wären 5 deutsche Mannschaften in der Champions League. Okay. Es ist dann halt für die Bundesliga wichtig, was die Gesamtzahl der Plätze angeht. Also eigentlich hat die Bundesliga 7 Plätze, habe ich eben erklärt. 4-mal Champions League, 2-mal Europa League, 1-mal Conference League. So, wenn jetzt Frankfurt als Tabellenzehnter die Europa League gewinnt, dann kommt dieser Platz hinzu. Dann spielen 8 deutsche Mannschaften international und oben bleibt aber alles, wie es ist. Wenn Leipzig die Europa League gewinnt und in der Bundesliga die Champions League erreicht, dann geht dieser Champions League-Platz zurück an die UEFA und sie verteilt ihn, etwas kompliziert, an den Tabellendritten aus Frankreich. Muss man nicht immer verstehen. Nee. So, das ist halt...
Das ist jetzt den ganzen Hintergrund zu erklären, dauert wahrscheinlich zu lange. Nächstes Beispiel, wenn Leipzig in der Bundesliga in die Europa League kommt und die Europa League gewinnt, spielen sie auch in der Champions League. Dieser Europa League-Platz geht dann aber auch verloren und der geht dann an den Pokalsieger aus den Niederlanden. Das ist alles so ein, ja, ganz große Kreuztabelle, wer wann wo spielt. Also kurz gesagt, wenn der Europa League-Sieger sich für nichts qualifiziert in der Liga, kommt der Champions League-Platz zu allem obendrauf. Wenn er einen anderen europäischen Platz in der Ligatabelle belegt, dann geht dieser Platz zurück an die UEFA. Auf die Spitze getrieben könnte man jetzt annehmen, ein Club aus der Bundesliga gewinnt die Champions League, einer gewinnt die Europa League, einer gewinnt die Conference League und sie landen alle auf den Bundesliga-Plätzen 9, 10 und 11. Dann würden 10 deutsche Mannschaften im europäischen Wettbewerb spielen, weil die drei unten dann jeweils in den nächsthöheren Wettbewerb spielen. Und oben würden sich ein paar Plätze verschieben, aber keiner wäre ganz raus. Es würden nur 3 aus der Tabellenspitze in der Champions League mitspielen, aber die genannten Plätze im internationalen Wettbewerb werden nicht weniger. Okay, das haben wir, glaube ich, und hoffentlich alle verstanden. Heißt aber auch, Platz 7 ist gar nicht mal so attraktiv. Ich meine, man hat natürlich 2 garantierte europäische Spiele, klar. Muss sich wahrscheinlich dann gegen irgendeinen exotischen Gegner durchsetzen. Aber kann man eigentlich in der Conference League irgendwie eine nennenswerte Menge an Geld verdienen? Ja, das ist im Grunde das Problem an diesem Wettbewerb. Das ist natürlich, ja, vielleicht ein bisschen mehr als kostendeckend. Also man muss sich diese UEFA-Wettbewerbe immer im 3-Jahres-Rhythmus vorstellen, wie die erstellt werden. Aktuell läuft der Zyklus, so nennt es die UEFA, 2021 bis 2024. Und die vordergründig wichtigste Änderung war ja die Einführung der Conference League. So, und die UEFA verteilt nach Abzug von Kosten und Rücklagen und Zahlungen an die Nicht-Teilnehmer in den Ligen so ungefähr 2,7 Milliarden für alle 3 Wettbewerbe aus. Von diesen 2,7 Milliarden gehen 2 Milliarden, also schon der größte Teil, allein an die Champions League. Dann sind es 465 Millionen, die an die Europa League gehen und die Conference League, da müssen die Clubs 235 Millionen unter sich aufteilen. Wenn man diese 235 in den Taschenrechner eingibt und durch 32 Teams teilt, dann bleiben im Schnitt 7 Millionen. Also das geht nicht ganz auf, weil das ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber jetzt platt ausgedrückt sind im Schnitt ungefähr 7 Millionen drin. Damit kann man natürlich keinen erschrecken in der Bundesliga-Tabelle, ne, wo man jetzt irgendwie dann große Sprünge nach vorne machen könnte oder wirtschaftlich wachsen könnte. Das sieht in der Europa League dann schon ein bisschen anders aus. Da reden wir schon über den etwa doppelten Betrag. Zur Verdeutlichung vielleicht auch nochmal die Startgelder, wenn man die Gruppenphase erreicht. In der Champions League gibt es fast 16 Millionen, wenn man einfach nur da ist. In der Europa League sind es schon nur noch 3,6 Millionen und in der Conference League knapp 3 Millionen. Also da gibt es nicht viel zu holen, was Geld angeht. Da geht es eher um den Spaß an der Freude, sag ich mal. Aber den kann es ja auch dort geben. Na gut, ich meine, 7 Millionen sind ein Timo Hübers oder 2 Jahresgeld an einem Armin Fee-Vertrag. Also das ist in der Tat nicht der ganz große. Haben oder nicht haben, ja. Ja, ja. Aber ich habe noch eine Frage zu der Conference League. Wird da komplett blind ausgelost, wer gegen wen spielt in der Quali? Oder ist das mit Setzliste, also mit Töpfen und so? Nee, da gibt's auch eine Setzliste. Also da gibt's dann in der Playoff-Runde gäbe es quasi eine Setzliste, wo es nur Gesetzte und Ungesetzte gibt. Entscheidend für Setzlisten ist immer der Koeffizient für Clubs in der UEFA. Der FC hat da einen Koeffizienten wie ein Rhinoceros, weil der FC natürlich über 5 Jahre so gut wie nichts gerissen hat und deswegen die Spiele von vor 5 Jahren, die zählen noch, also Arsenal und so weiter. Aber der Koeffizient, den sich der FC da erspielt hat, der ist kleiner als der deutsche, ich sag mal, Grundlagenkoeffizient, der immer gilt. Und du hast halt den, der höher ist. Entweder hast du den deines Landes oder den selbst erspielten. Also die Bayern haben 100 irgendwas als Koeffizient, weil sie sich ihn selbst erspielen durften. Der FC hat halt nur diesen deutschen Grundkoeffizient von 14,9 so ungefähr. Und das hieße selbst in den Conference League Playoffs, wenn wir das letzte Jahr nehmen, da wäre es schon der Topf der Ungesetzten knapp gewesen. Und dann kann es schon spannend werden. Also letztes Jahr waren in dem Topf der gesetzten Mannschaften AS Rom, Tottenham Hotspur. Kann schon schwer werden. Feyenoord war auch dabei, glaube ich. Mhm.
Also auch die Runde kann schon anspruchsvoll werden. Okay, aber wir stehen ja gerade auf Platz 6 und haben ja auch in der eigenen Hand, ob wir am Ende auf Platz 6 landen werden oder nicht, weil wir ihn nur verteidigen können. Was wäre denn jetzt bei Platz 6 das Resultat? Also Europa League, klar, aber da dann Gruppenphase direkt oder auch eine Quali? Genau, man muss jetzt wieder auf diesen Drei-Jahres-Rhythmus schauen. Ne? Also im Kopf ist natürlich immer noch oft diese Qualifikationsrunde in Europa League. Das ist einfach seit dieser Saison Geschichte. Das gibt es für die großen Länder nicht mehr, dass sie durch die Europa League Quali müssen. Der Pokalsieger und das eine Team, was über die Liga garantiert dabei ist, sind immer direkt in der Gruppenphase. Den Quali-Platz, den hatte zuletzt, ich glaube, Wolfsburg gegen AEK Athen verloren letzte Saison. Und in der Champions League ist das auch vorbei. Da hat Hoffenheim mal gegen Liverpool verloren. Also das ist alles, das ist vorbei, diese Quali für Deutschland in der Champions League und der Europa League. Also Europa League hieße ganz klar Gruppenphase. Und mit diesem Kleinstkoeffizienten, den der FC hat, hieße das, wenn wir das letzte Jahr als Grundlage nehmen, aller Wahrscheinlichkeit nach auch Top 4. Also da wird es dann auch durchaus schwer, weil die Europa League hat an Qualität gewonnen. Die Europa League ist zur aktuellen Saison verkleinert worden von 48 auf 32 Teams. Sie wurde regelrecht abgeschlossen für kleinere Länder, beispielsweise Serbien, Tschechien, Kroatien, Schweiz, Griechenland. All diese Länder haben nicht mal mehr ihren Pokalsieger in der Qualifikation, also nicht mal dort. Der einzige Weg für diese Länder, in der Europa League zu landen, sind halt Niederlagen in der Qualifikation der Champions League. Sonst war es das für die. So, wenn wir jetzt mal auf die Tabellen der anderen großen Länder gucken, da ist halt auch jetzt einiges dabei, was schwierig werden könnte, sag ich mal. Oder auch eine spannende Reise geben könnte. In England belegen gerade Manchester United und Tottenham Hotspur diese Plätze. Sind also, Stand jetzt, mögliche Gegner. Betis Sevilla ist, glaube ich, schon sicher in der Gruppenphase als spanischer Pokalsieger. Real Sociedad San Sebastian wäre der zweite mögliche Gegner aus Spanien. Die beiden römischen Teams sind derzeit dabei. Und aus Frankreich wäre es AS Monaco. Und im Pokalfinale stehen Nizza und Nantes. Nantes ist eine sehr schöne Stadt, nebenbei gesagt. Oh, da hast du jetzt gerade wunderbare Reiseziele aufgezählt. Das ist natürlich der Hammer, wenn da europäisch eins dieser Mannschaften oder mehrere von diesen Mannschaften zusammenkommen. Natürlich jetzt weniger für den sportlichen Erfolg, aber für das Erlebnis dabei gewesen zu sein. Macht denn dann Platz 5 irgendeinen Unterschied, außer in der TV-Geldtabelle dann am Ende? Nein, was die Europa League angeht, nichts. Das verändert weder den Platz in der Setzliste, noch gibt es dann in der Europa League mehr Geld zu verdienen oder weniger. Platz 5 und 6, so es denn dazu kommt, dass der Pokalsieger entsprechend platziert ist in der Bundesliga-Tabelle, immer vorausgesetzt, was ich zu Beginn erklärt habe, ist kein Unterschied. Okay, das heißt also, eigentlich muss man nichts weiter tun, als das, wo man gerade ist, zu verteidigen. Und schon Europa-Gruppen-League-Phase. Das ist ja auch eine Ansage. Hatte gar nicht am Schirm. Ich dachte, da wird noch eine Quali-Phase kommen, wenn man Sechster wird. Also da bin ich schon mal sehr froh, dass du mir das gerade ein bisschen anders erklärt hast und besser erklärt hast. Jetzt lass uns mal ein bisschen spinnen. Ich traue mich das gar nicht richtig auszusprechen, weil das heißt wieder, die FC-Fans träumen von der Champions League und so weiter. Aber jetzt mal angenommen, man würde Vierter werden. Wie auch immer. Also Freiburg und Leipzig verlieren jetzt alles und der FC gewinnt alles. Wie auch immer, ne? Wir spinnen mal ein bisschen. Mhm. Oder Leverkusen kann ja auch noch da unten rauspurzeln. Dann wäre der erste FC Köln. Ja, können wir mit leben, ne? Dann wäre der erste FC Köln in der Champions League. Und auch da direkt Gruppenphase, ne? Und auch da wahrscheinlich los Top 4, behaupte ich jetzt mal. Ja, davon ist auszugehen. Also, das hieße auf jeden Fall Champions League Gruppenphase. Die Qualifikation ist das, was ich eben erklärt habe, ist da auch in der Champions League hinfällig. Also ob Platz 2, 3 oder 4 spielt dabei keine Rolle. Dann steht dieser Club jeweils in der Gruppenphase, der das erreicht. Spannende Termine werden dann kommen. Am 2. August wäre die Conference League Auslosung für die Playoffs und die Gruppenphasen werden am 25. und 26. August ausgelost. Diese Termine finden beide in Istanbul statt, am 25. und 26. August. Das war so eine kleine Entschädigung der UEFA an Istanbul, die ja zweimal pandemiebedingt das Finale verloren haben in der Champions League. Sollten sie ja zweimal austragen. Und daraufhin hat die UEFA gesagt, wir lassen die Auslosungen dort stattfinden, bis dann Istanbul mit dem Finale wirklich drankommt. Trösten wird sich es vermutlich nicht, dieser Tausch. Okay, geht dann ja. Ja gut, sie haben das Finale ja doch erhalten. Ich glaube, 2000.
24? Nee, oder ist es sogar nächstes Jahr? 23, nächstes Jahr ist Istanbul. Okay. Man muss auch vom Finale her wegdenken als Kölner natürlich. Ne? Also das wollen wir nicht vorlassen. Darunter also, machen wir es. Was wäre die spannendste Reise im Finale? Und wenn wir da uns mal angucken, wo es hingeht. Istanbul ist das Champions-League-Finale und Budapest ist das Europa-League-Finale. Mhm. Beides politisch derzeit schwierige Ziele, wie ich finde. Oder wie man finden sollte. Und das Finale der Conference League, das wird erst im Laufe des Mai vom UEFA-Exekutivkomitee bestimmt. Und die bislang bekannten Kandidaten waren Skopje in Nordmazedonien, Saint-Étienne in Frankreich für Anthony Modest, also quasi ein Finale dahorm. Habe ich gerade auch gedacht. Und der dritte Kandidat wäre Heraklion auf Kreta. Okay, krass. Also, ich habe jetzt gedacht, jetzt käme Katar, Peking und keine Ahnung. Aber gut. Ja, es ist nicht immer so. Ja. Also die Conference League hat vom Finale her, glaube ich, die spannendste Reise zu bieten. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich versuche mal zusammenzufassen. Platz 7 heißt relativ viele Spiele gegen exotischere, aber wahrscheinlich sehr attraktive Gegner für einen relativ geringen finanziellen Output. Platz 5 und 6 ist sicher die Gruppenphase in der Europa League gegen doch durchaus starke, attraktive Gegner. Ja, und Platz 4 spare ich mir jetzt mal an dieser Stelle, um nicht ganz größenwahnsinnig zu werden. Ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Man darf halt in der Conference League jetzt auch nicht das als die völlige Resterampe betrachten, aber es ist natürlich von der Qualität her kleiner als die Europa League. Die Europa League hat halt qualitativ an Potenzial zugenommen, muss man schon so sagen. Okay, super. Dann glaube ich, haben wir hiermit alle Fragen geklärt. Oder gibt es noch irgendwas, was wir auf jeden Fall noch hier in diesem Segment erwähnt haben sollen? Ich glaube, ganz interessant ist noch, der 1. FC Köln wäre in der Europa League ja ein Kandidat für, sag ich mal, in der Gruppe auch für Platz 3. Und Platz 3 hieße den Abstieg in die Conference League. Also müssen wir den ganzen Verlauf mal überlegen. Wenn der FC Gruppendritter werden würde in der Europa League, dann wäre die Folge eine Teilnahme an der K.O.-Runde vor dem Achtelfinale der Conference League. Okay. Und dort wäre dann die Möglichkeit, das Achtelfinale zu erreichen. Und das sind Vierergruppen, ne? Also man muss eigentlich nur nicht Letzter werden. Genau. Okay. Ja, spannend. Krass, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wenn der FC Dritter werden würde in der Europa-League-Gruppenphase, wäre die Folge eine Teilnahme an einer K.O.-Runde, die dazwischen liegt, in der Conference League zwischen Gruppe und Achtelfinale. Da spielen dann die Dritten aus der Europa-League gegen die Gruppenzweiten der Conference League, wer im Achtelfinale gegen die Gruppenersten aus der Conference League spielt. Das sind ja 8 Gruppen. Ne? Also 8 Gruppensieger sind im Achtelfinale und warten auf die 8 Sieger dieser Spiele. Also. Okay. Es ist nicht ganz einfach. Und das Ganze ist auch schon wieder hinfällig, wenn wir auf 2024 blicken, weil dann kommt ja wieder die ganz neue Reform von Champions League und dem Rest. Und dann wird es keine Verzahnung der 3 Wettbewerbe mehr geben. Dann spielt jeder Wettbewerb isoliert für sich. Das ist aber egal, weil da steigen wir turnusgemäß dann eh ab und haben mit Europa erstmal nichts mehr zu tun für ein Jahr. Also das müssen wir uns erstmal dann angucken, wenn es soweit ist. Das heißt aber auch, war auch vielleicht eine kleine Ironieflagge da drin. Aber ich glaube, wenn man da sich relativ erfolgreich schlägt, hat man aber so um die 16 Spiele mehr in der Saison. Ne? Das ist natürlich schon auch ein sportliches Programm für eine Mannschaft, die nicht den ganz tiefen Kader hat. Das ist ja quasi eine Hinrunde mehr. Das ist schon auch eine Belastung für so einen Verein. Also 16 Spiele, dann rechnest du wirklich mit dem Finale. Ne? Also es ist halt so, ich würde sagen, 2 Playoff-Spiele in der Conference League und 6 Gruppenspiele sind erstmal das, was da ist. Das sind 8 Spiele. Das ist halt auch ein Problem, wenn wir wieder über das Geld reden, wenn es halt nur um die 7 Millionen, es kann natürlich mehr werden, über ein erfolgreiches Abschneiden, wenn es die nur zu verdienen gibt, dann stellt sich halt die Frage, ob man den einen oder anderen Spieler mehr braucht. Das ist natürlich klar. Also, und wie gesagt, das Beispiel mit den 7 Millionen, das trägt nicht so ganz, weil Deutschland auch ein höheres Anrecht hat auf TV-Gelder als andere Länder. Und dann gibt es die Regel des 10-Jahres-Koeffizienten, nach der Geld verteilt wird. Eine der größten Ungerechtigkeiten im europäischen Clubfußball. Aber das erkläre ich ein andermal. Es wird schwer, daran wirtschaftlich zu wachsen, ja. Okay, ja gut, dann hoffen wir einfach mal, ja, dass es den FC dann nicht am Ende sogar noch schadet. Wenn zum Beispiel dann im Herbst kein Publikum mehr rein darf oder so, weiß man ja auch nicht genau.
Aber das ist alles noch Zukunftsmusik und wir hoffen mal, dass es nicht so kommen wird. Das war jetzt der investigative Teil. Wir geben jetzt gleich zurück ins Studio zu viel Meinung und viel Polemik und zum Ruhrpott-Tennis. Aber erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Khaled. Das war, glaube ich, sehr informativ und vielen, vielen Dank. Gerne, Grüße. Mach's gut, tschüss. Ciao.